Vom 10. bis zum 20. August 2012 dreht sich in Straubing wieder mal alles ums Gäubodenvolksfest. Dem Jubiläumsvolksfest ging aber eine heiße Debatte voraus, in der es darum ging, wer das sechste Festzelt betreiben darf. Die Stadtbrauerei Röhrl mit Familie Stahl oder die Brauerei Stöttner mit Festwirtin Barbara Beck-Zellner. Die Würfe sind gefallen. Am vergangenen Freitag wurde im Straubinger Festausschuss über den Zuschlag für das sechste Festzelt abgestimmt. Nach Informationen, die DonauTV vorliegen, wurde gegen die langjährige Festwirtin Barbara Beck-Zellner und damit für die Familie Stahl abgestimmt. Die Privatbrauerei Stöttner ist damit aus dem Rennen. Und mit ihr ein Urgestein des Straubinger Gäubodenvolksfestes. Die seit 11 Jahren bestehende Ochsenbraterei Beck-Zellner. Ja, ich meine, ich kenne die Familie Beck-Zellner seit vielen Jahren. Das wäre eigentlich schade, wenn sie immer vertreten wäre, finde ich. Das ist meine Meinung und man sollte eigentlich schon wieder zulassen. Na, solange das größer ist, war es gar nicht schlecht, dass halt die Leute mehr Platz haben. Ne? Mir unverständlich, das ist doch jahrelang. Und ist dann, da ist doch immer die Popmesse und so. Also nicht zu verstehen. Was dahinter steckt, das weiß ich nicht. Mir ist am liebsten das Karmelitenbier. Das Röhrl finde ich nicht so toll. Und deswegen ist es halt einfach so. Finde ich jetzt schön, dass die Tradition aufrechterhalten wird. Das Beck wegkommt, finde ich jetzt nicht so toll. Aber Röhrlbrauerei, mei, ist jedem so sehr voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde es für die Einheimischen ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil es einfach ja, traditionell so war. Und von daher ist es eine Umstellung fürs ganze Fest. Umstellen müssen sich also nicht nur die Festwirte und Brauereien, sondern künftig auch die Besucher. Und wem das nicht schmeckt, der kann sein Bier auch in einem anderen Festzelt genießen. Über die Beweggründe für diese Entscheidung berichten wir nach der offiziellen Bekanntgabe am Freitag.